ich hatte wirklich den Eindruck, dass der Herr möchte, dass ich heute darüber spreche. Das ist so ein Thema, wo man sich gerne drum drücken möchte, ja, was man irgendwie so umschiffen möchte. Und in der Tat habe ich da sehr, sehr wenige Predigten jemals drüber gehört. Eigentlich, wenn ich genau darüber nachdenke, gar keine. Es wurde höchstens mal so angerissen und so weiter. Und das ist das Thema Hölle. Was ist eigentlich Hölle? Was bedeutet der Begriff? Was verbirgt sich dahinter? Was ist das? Was sagt die Bibel dazu? Wie ist das mit der Hölle? Also ich bewege mich da heute auf dieses Thema und ich hoffe, ich kann dich da zum einen ein bisschen Klarheit reinbringen, was dieser doch etwas überstresste Begriff bedeutet und zum anderen die Ernsthaftigkeit der Situation mit dir ein wenig teilen. Zunächst ein Zitat von William Booth. William Booth ist der Gründer und auch der erste General der Heilsarmee. Das war vor über 100 Jahren, war das eine gewaltige Stoßtruppe des Heiligen Geistes. Die hat Gigantisches bewegt und die haben wirklich, wirklich Unmassen von Menschen, würde ich fast sagen, zum Herrn geführt und gleichzeitig große soziale Dienste getan. Und William Booth hat Folgendes gesagt. Ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die dem kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind: eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott, und ein Himmel ohne Hölle. Weißt du was? Wenn du dich mal ein bisschen kritisch mit dem, was so in einigen Gemeinden oder Kirchen weitergegeben wird, gepredigt wird, was da so einfach Inhalt ist, dann wirst du sagen, genau das, was hier steht, genau das ist eigentlich in einem Teil, der Christenheit heute bereits der Fall. Heiliger Geist ist ausgeklammert oder man weiß nicht, was das ist, weiß nicht, wie er wirkt, hat ihn nicht im Blick. Christus ist nicht das Thema der Christenheit, sondern irgendwas anderes. Irgendwas. Ökologie, Weltfriede, irgendwas anderes, aber nicht Christus und sein Werk. Vergebung ist zur Verfügung, aber Buße brauchst du nicht tun. Erlösung gibt es, ohne dass da irgendwas passieren muss, bist halt einfach erlöst, einfach nur so, beispielsweise, weil du irgendwo Mitglied bist. Ne? Politik ohne Gott, das erleben wir gerade in einem exzessiven Ausmaß, schockierend. Und dann eben ein Himmel ohne Hölle, ein Himmel ohne Hölle, kannst in den Himmel kommen und ist alles gut, alles super, brauchst dir keine Gedanken zu machen. Das ist tatsächlich das, was damals dieser William Booth, ein echter, kerniger Mann Gottes, gesehen hat, fast prophetisch gesehen hat und gesagt hat, da ist eine Gefahr für die Christenheit. Und mein Punkt heute ist, dass ich tatsächlich sage, es gibt keinen Himmel ohne Hölle, es gibt keine Verkündigung des Evangeliums ohne dieses Bewusstsein. Es gibt etwas, was im Volksmund eben Hölle genannt wird. Gleichzeitig ist dieser Begriff Hölle ein extrem schwieriger Begriff, der sowas von wischiwaschi ist und das, was die Bibel eigentlich sagt, total unscharf macht. Und deshalb wollen wir uns das heute mal ein wenig anschauen. Zunächst aber mal zwei wichtige Wahrheiten, die ich voranstellen möchte. Erstens, Gott ist Licht. Halleluja! Gott ist Licht. Da heißt es, 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht und es ist keine Finsternis in ihm. Gott ist Licht, sagt die Bibel. Jakobus 1, Vers 17 heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. So drückt er das aus, klingt ein bisschen kompliziert. Also Finsternis ist Abwesenheit von Licht. Ja, wenn Licht da ist, ist keine Finsternis mehr da. Wenn Licht kommt, muss es nicht irgendwie gegen die Finsternis ankämpfen, um die Finsternis zu überwinden oder sonst was, sondern Licht ist zack da und Finsternis ist zack weg. Ne?
Und genauso ist es auch im geistlichen Bereich. Was immer in der Finsternis ist, kann das Licht, kann die Gegenwart Gottes nicht aushalten. Das wird ihm zur unerträglichen Qual. Das Licht Gottes, die Gegenwart Gottes ist das, was die Finsternis am meisten fürchtet, am meisten hasst, am meisten scheut, vor dem sie flieht. Ja, das müssen wir einfach uns absolut bewusst sein. Gott nun will Sachen, man beachte dieses Wortspiel, ans Licht bringen. Verborgene Dinge, sagt uns die Bibel. Und die Finsternis will gleichzeitig das alles im Dunkeln behalten, dass die Sachen ja nicht ans Licht kommen, ja nicht an die Öffentlichkeit gelangen, ja nicht public werden. Ja? Es muss im Dunkeln bleiben, im Verborgenen, Geheimen. So, aber wenn Gott kommt in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit, in seinem Wesen, dann kommen die Sachen automatisch ans Licht. Wenn er da ist, weil er Licht ist, sind die Sachen offenbar. Das wiederum ist das Schockierendste, Schrecklichste, Fürchterlichste, was alles, was in der Finsternis ist, betrifft. Wenn Gott kommt, werden ihre Werke, werden ihre Taten, wird das, was da ist, ans Licht kommen. Genau das, was die Finsternis zu verhindern versucht. Und es kommt der Tag, da kommt alles ans Licht. Und das ist der Tag, den nennen wir Gericht. Johannes 3, Abvers 19. Dies ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Oha, interessant, ne? Das Licht, nicht das Recht oder das Gesetz. Nein, das Gericht ist, dass das Licht gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht. Jeder, der Böses tut, hasst damit Gott, weil Gott ist ja Licht. Er kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wenn er nämlich ans Licht kommt, werden seine Werke bloßgestellt und das ist das, was die Finsternis fürchtet. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Weißt du, wir beten sehr, sehr viel für unser Land oder für ganz Europa, ja, für die deutschsprachigen Länder. Wir beten sehr, sehr viel für die Regierung, für Wirtschaft, für Finanzwelt und so weiter, Medien. Wir beten wirklich viel. Aber weißt du, was wir beten? Nicht segne die, dass die so gesegnet sind, dass sie kaum noch gerade ausgehen können vor lauter Segen. Ja, dass sie einfach übergekippt sind mit Segen und alles ist gut, was die machen und alles ist toll, was die machen, ohne das zu hinterfragen, was da läuft. Sondern wir beten, Herr, gib Licht. Komm mit deiner Gegenwart da hinein. Wenn das gute Dinge sind, die beispielsweise unsere Politiker tun, was sie ja behaupten, dann ist das Licht ja genau das, was sie wollen. Dann werden ihre guten Werke offenbar. Wenn es hingegen Schweinereien sind, Korruption, irgendwelche Geheimabsprachen, Schweinekram halt, dann ist das, wenn das Licht kommt, dann werden die Werke offenbar. So, also eigentlich kann es keinen Menschen stören, wenn man sagt, wir wollen, dass da Licht reinkommt. Ja, am wenigsten die behaupten, dass das, was sie tun, ganz toll ist. Ne? So, also wenn du nicht weißt, wie du für die Regierung betest, dann bete einfach Licht. Da bist du 100% auf dem Richtigen. Ich sage dir eins, es gibt Pastoren, die beten nicht für Licht. Die beten nicht für Licht, die wollen, dass es im Dunkel bleibt. Und das ist schockierend. Epheser 5, Vers 11. Habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Das gilt für dich und mich. Wir sollen mit der Finsternis nichts gemeinsam haben. Warum? Weil wir zum Licht gehören. Sondern stellt sie vielmehr bloß. Hey, das ist genau die gleiche Aussage, wie wir es bei Johannes hatten. Bloßstellen. Die Werke der Finsternis müssen bloßgestellt werden. Ja, wie denn? Indem Licht drauf kommt. Genau. Denn was heimlich von ihnen geschieht, in der Finsternis, ist selbst zu sagen schändlich. Und ich sage dir eins, das ist die Wahrheit. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Lass uns für Licht beten. Gott ist Licht. Wir wollen seine Gegenwart. Wir wollen sein Wirken. Wir wollen sein Licht. Wir wollen sehen, dass die Werke der Finsternis bloßgestellt und aufgedeckt werden. Das ist sehr wichtig für das, was wir uns gleich anschauen werden. Ein zweiter Gedanke, der mir noch im Vorfeld wichtig ist, ist, Gott ist Feuer. Gott ist Feuer. Wenn du in der Bibel schaust, Feuer
ist eins der Hauptcharakterzeichen Gottes, sein Wesen. Ja, der Heilige Geist ist im Feuer symbolisiert, beispielsweise. Hebräer 12, Vers 29 heißt es, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist eine Aussage, die kommt mehrfach in der Bibel vor. Ja, die Bibel sagt, unser Gott ist Licht und sie sagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es gibt noch viele andere Sachen, aber das sind zwei wichtige Wahrheiten, die wir verstehen müssen. 5. Mose 4, Vers 24, denn Jahwe, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Aha. Also nicht der alles akzeptierende, harmlose, freundliche, alles abnickende ältere Herr im Himmel, der irgendwie nicht ganz durchblickt. Vorsicht vor solchen Gottesbildern. 5. Mose 9, Vers 3. So erkenne denn heute, dass Jahwe dein Gott es ist, der vor dir hinübergeht als ein verzehrendes Feuer. Als ein verzehrendes Feuer. Immer wieder wird Gott mit Feuer in Verbindung gebracht. Immer wieder. Ja, Jesus sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen und ich wollte, es brennt schon. Ne? Immer wieder wird Gott mit Feuer in Verbindung gebracht. Und das Interessante ist, wenn es um Hölle geht, Verdammnis geht, ewige Strafe geht, dann geht es immer um Feuer. Interessant, nicht wahr? Das war ein Gedanke, der mir aufgefallen ist und den ich euch einfach weitergeben wollte. Gut, jetzt hole ich mal wieder unsere tolle Tafel. So, und wie du siehst, habe ich hier wieder ein bisschen dran weitergearbeitet. Also, ihr kennt das ja. Das ist im Grunde genommen ganz ähnlich, wie wir es schon hatten. Hier oben Reich Gottes und hier das Reich der Welt. Genau, schreiben wir es doch einfach mal hin. Hier haben wir Reich Gottes. Und hier das Reich der Welt. So, für diejenigen, die den Livestream schon in den letzten Wochen verfolgt haben, da hatten wir schon ähnliche Skizzen, ist es so, hier, das Reich der Welt ist definitiv getrennt vom Reich Gottes. Da gibt es keine Verbindung, da gibt es keine Möglichkeit durchzukommen, außer einer einzigen. Und das ist eben das Kreuz, das ist das Tor in das Reich Gottes, was diese Form des Kreuzes hat. Es gibt keine anderen. Weißt du, irgendwelche Religionen, irgendwelche Vorstellungen von Menschen, irgendwelche guten Taten oder sonst was, die versuchen, in das Reich Gottes zu kommen und sie prallen im Grunde genommen ab. Ja? Sie kommen nicht durch mit allen Vorstellungen und allen Wünschen und allem, was sie immer machen, weil da ist eine Mauer, da ist eine Trennung. Es gibt nur einen einzigen Weg. Nur einen. Zu Gott. Nur absolut diesen einen. Und das ist eben Jesus Christus, dass man das annimmt, was er für uns getan hat, dass wir akzeptieren, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er das stellvertretende Opfer gebracht hat und so weiter. Wenn wir das tun, Jesus hat unseren Herrn und Retter annehmen, dann gehen wir durch dieses Kreuz, dieses Tor. Ja? Er sagt, ich bin der Weg. In diesem Bereich, in das Wahrheit, in das Leben, ja. Und gleichzeitig ist es das Kreuz, sein Tod, das Gericht, was er auf sich genommen hat. Ne? Das ist es, die einzigste Möglichkeit, um aus dem Reich der Welt gerettet zu werden, in das Reich Gottes. So, im Reich Gottes haben wir also Licht, Wahrheit, Leben. Ja, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gut, das ist also soweit eigentlich relativ nachvollziehbar. Das wissen wir alle. Ja, jeder, der im Grunde genommen schon mal eine
echte Bekehrungsbotschaft gehört hat, evangelistische Botschaft, der muss so etwas gehört haben. Du bist in der Reich der Welt und wenn du nicht dieses eine Möglichkeit für dich annimmst, gerettet zu werden, dann hast du diese Rettung nicht. Ja, es gibt nur diesen einen Weg. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht, sagt die Bibel. Ne? So, das ist der absolut einzige Weg. Punkt. Gut. Im Reich der Welt aber haben wir jetzt eben hier eben nicht Licht, sondern wir haben Finsternis. Wir haben nicht Wahrheit, sondern wir haben Lüge. Wenn dir das noch nicht aufgefallen ist, momentan, in dem, was momentan über den Globus geht, dann, Entschuldigung, hast du ein Problem. Ja, also, das sind die Dinge, die wir hier haben. Gut, und anders, als ich es bis jetzt dir bei diesen Skizzen gezeigt habe, habe ich hier unten noch einen anderen Bereich. Einen zusätzlichen Bereich. Aus dem Reich der Welt gibt es eben die Möglichkeit, ins Reich Gottes hineinzugehen. Und gleichzeitig gibt es eine Möglichkeit, aus diesem Ding in etwas anderes hineinzugehen. Und das ist nämlich der Bereich der Verdammnis. Das ist hier, ich schreibe mal hin, Verdammnis. Ich verwende nicht das Wort Hölle, weil Hölle, da werde ich gleich noch was zu sagen, weil Hölle ein sehr unscharfer Begriff ist. Ich erkläre das gleich noch ein wenig. Ja? So, also das hier wollte ich dir erstmal zeigen. Ja, wir haben also diese drei Bereiche, ewiges Leben, Reich Gottes und so weiter, dann das Reich der Welt und eben hier die letztendliche Verdammnis. Ich erkläre das dann, wie das zu verstehen ist. Wir alle, wenn wir Christen sind, sind hier und werden von Gott hierher gesandt. Das hatten wir schon als Botschafter und so weiter, weil wir in der Welt sind, also hier in diesem Bereich, aber nicht von der Welt, sondern wir sind schon zum Reich Gottes gehörend. Ja? So, jetzt habe ich dir gerade diesen wunderbaren Vers hier vorgelesen, den lese ich dir jetzt nochmal vor. Dies ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Das Licht war hier und ist in Jesus in die Welt gekommen. Hierher, als Licht. Ne? Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das heißt, sie wollten in der Finsternis bleiben. Das Licht war ihnen unangenehm. Warum? Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht. Er will nicht hier durch, weil er Böses tut. Er will nicht hier durch, ja, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Okay, so viel also erst einmal im Vorfeld zu diesem ganzen Thema. Dann habe ich festgestellt, es gibt ein super interessantes Wort. Und das ist das Wort Krise. Krise. Also momentan befinden wir uns wahrhaftig in einer gigantischen weltweiten Krise. Es gibt nur ganz wenige Länder, die sich dieser Krise versuchen zu entziehen. Ja, wir haben über das Problem in Südafrika gesprochen vorhin. Krise überall. Krise ist jetzt ein interessantes Wort. Wir haben da so unsere Vorstellungen, was eine Krise ist und verbinden das damit, so eine Superkatastrophe, riesige Probleme und so weiter. Das ist gar nicht die eigentliche Bedeutung von dem Wort. Das griechische Wort Krisis heißt eigentlich was völlig anderes. Es heißt Trennung, Zerteilung, Abtrennung. Das heißt, da wird etwas, wie soll man sagen, dividiert, da wird was getrennt, da wird was ausgesondert, da gibt es eine Spaltung, sowas, ja? Also Auswahl, ne? Oder auch dann Urteil, eine Entscheidung, die über was getroffen wird, ja? Was ist richtig, was ist falsch insbesondere. So, das heißt, wenn wir es richtig verstehen, das Wort Aufteilung, Scheidung, also Dinge scheiden sich, trennen sich,
Entscheidung, was ja genau das Wort ist, Entscheidung, das ist das, wozu du aufgerufen bist, wenn es einen Bekehrungsaufruf gibt, damit du dich für Jesus entscheidest. Genau das Wort steckt da drin, ist im Grunde genommen mit Krise verbunden. Ja? Und dann eben auch Gerichtsentscheidung, Urteil. So, Krise ist also ein ganz interessanter Begriff, der was damit zu tun hat, dass etwas getrennt wird, voneinander geschieden wird, voneinander separiert wird. Das ist die eigentliche Bedeutung, ja? Und dann eben tatsächlich auch diese Entscheidung auf dauerhafter Basis. Und dieses Ding, das fand ich extrem interessant und hilfreich. Und da habe ich dir hier etwas vorbereitet. Diesen wunderbaren kleinen Zettel hier, den klebe ich mal hier hin. So. Das Tal der Entscheidung. Das Tal der Entscheidung ist ein super interessanter Begriff aus Joel 4, Vers 14. Also Joel ist absolut für jeden, der sich damit beschäftigt, was momentan abgeht und was eigentlich die Situation ist, lest den Propheten Joel. Es ist wirklich Horizont erweiternd. Und da kommt das Wort Tal der Entscheidung vor. Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung. Das Tal der Entscheidung ist ein Tal, wo Scharen über Scharen, Menschenmassen über Menschenmassen drin sind und sie entscheiden sich, wo sie hingehen. Auf die Seite des Lichts oder auf die Seite der Finsternis. So, jetzt sehen wir doch einfach mal hier Reich der Welt und nennen es das hier. Ist das Tal der Entscheidung. Dieses Leben hier auf dieser Erde ist das Tal der Entscheidung. Hier spielt sich alles ab. Hier findet die Krise statt. Die Entscheidung, das Gericht, das Urteil. Wo gehe ich hin? Welche Separation? Gehe ich ins Licht oder bleibe ich in der Finsternis und komme letztlich dadurch in die Verdammnis? Das entscheidet sich im Tal der Entscheidung. Krise bringt diese Art von Trennung, bringt diese Art von Entscheidung. Und vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, aber in dieser Phase, in der wir uns momentan befinden, wo so viele Dinge so schwierig sind, so problematisch sind, so herausfordernd sind, gibt es unter vielen christlichen Kreisen Trennung, Separation. Dinge trennen sich. Und es ist ganz interessant. Da gibt es Leute, die würde ich sagen, das sind die Jungfrauen, die auf Kurs sind, die sagen, hier läuft was ganz Komisches, Achtung, Achtung, wir müssen wach sein. Und welche, die sagen, nee, nee, lass mal laufen, alles gut, vergiss es. Ja? Und das ist etwas, wo ich sage, hey, das ist wie diese Krise, die diese Scheidung hervorbringt, die eine Entscheidung erforderlich macht. Und das gilt für uns und das gilt für jeden Menschen, denn jeder Mensch ist im Tal der Entscheidung und muss sich entscheiden, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Und weißt du was? Es gibt zwei Optionen und nicht mehr. Zwei. Und jeder Mensch ist dafür verantwortlich, dass er die richtige Entscheidung trifft. Schau, wir hatten am Anfang gesagt, Gott ist Licht. So, wenn Gott Licht ist, ja, wenn Gott Licht ist, dann kann er niemanden retten oder er wird niemanden retten, der in der Finsternis sein will. Verstehst du? Es muss eine Trennung geben. Damit Menschen gerettet werden können, ewiges Heil haben können, muss es die Möglichkeit geben, dieses ergreifen zu können oder nicht. Ja? Es kommt deshalb zu einer Scheidung zwischen Licht und Finsternis, Gut und Böse, Wahrheit und Lüge und so weiter und so weiter. Und all das findet hier statt im Tal der Entscheidung. In dieser Welt, in diesem Leben. Dieses Leben ist das, wo sich entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. So, in dem Sinne ist Jesus, der als Licht hierher kam und die Möglichkeit gegeben hat, tatsächlich uns zur Scheidung und zur Entscheidung gesetzt worden. Wir müssen uns für oder gegen ihn entscheiden. Im wahrsten Sinne, an Christus scheiden sich die Geister. Das ist wirklich wahr. Ja? So, und jetzt gibt es diese biblische Aussage, die du vielleicht kennst und die dich vielleicht auch schon irritiert hat. Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, an Jesus, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.
Das heißt, er ist gekommen aus dem Reich Gottes in diese Welt, hat hier gelebt, hat uns gezeigt, wie es Gott wohlgefällig ist, hat uns den Weg gegeben. Und der Weg hier, die Möglichkeit, gerettet zu werden, war das Gericht. Das Gericht, was er auf sich genommen hat, das Kreuz, sein Kreuzestod, sein Opfertod, war das Gericht. Das Gericht Gottes war, dass er seinen Sohn hat sterben lassen für uns, damit du und ich gerettet werden können. Das ist das Gericht. Das Gericht ist der Weg, gerettet zu werden. So, wer diesen Weg beschreitet, hat damit im Grunde genommen, wie die Bibel sagt, das Kreuz auf sich genommen, hat ein neues Leben, der alte Mensch ist vergangen und damit hat er das Gericht in einem gewissen Sinne durch Jesus, durch die Gnade, die Jesus durch das Kreuz gegeben hat, bereits auf sich genommen. Er ist bereits im Reich Gottes. So, er ist aus diesem Bereich des Gerichts schon raus. Ja? Deshalb sagt die Bibel, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, wer hier bleiben will, ist schon gerichtet. Warum? Weil er das ablehnt. Weil er das ablehnt. Ja? So, er hat im Grunde genommen sich bereits entschieden für die falsche Seite. Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Nochmal. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, also Gott, der ihn gesandt hat, wer das glaubt, ja, und das glaubt, also akzeptiert, annimmt für sich, der hat ewiges Leben. Der kommt nicht ins Gericht. Warum? Weil er hier schon durchgegangen ist. Durch dieses Gericht, was Christus für uns auf sich genommen hat. Ja? So, er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das meinen diese Bibelverse. Ja? Er gehört zu Jesus. Er steht bereits auf der Seite des Lebens. Er gehört zum Reich Gottes. Jetzt gibt es natürlich einen ganzen Haufen von Bibelversen, die da irritierend sind. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Gericht. Und es gibt auch ein Gericht, was tatsächlich für die Menschen, die hier sind, tatsächlich nochmal gilt. Das ist aber nicht das Gericht, ob du auf ewig gerettet oder auf ewig verdammt bist, sondern das ist der sogenannte Richterstuhl Christi. Im Gegensatz zu dem großen weißen Thron des endgültigen Gerichts, über das wir gleich noch sprechen werden. Der Richterstuhl Christi ist etwas ganz Interessantes. Das gilt für diejenigen, die hier sind. Nämlich, das ist, wie soll man sagen, das Preisgericht. Da wird der Mensch, der gerettete Mensch, die Leute, die in Ewigkeit beim Herrn sein werden, werden beurteilt für das, was sie in ihrem Leben gemacht haben. Ja, du weißt, Bibelstellen wie Holz, Heu, Stroh werden vergehen, ja, aber Gold oder Silber oder Edelsteine und solche Sachen, die werden bleiben, ja. Das Thema Lohn im Himmel, ja, das Investment, was wir haben. Und da möchte ich dir dieses grandiose Buch vorstellen von Daniel Kolender. Der Richterstuhl Christi. Das Buch ist der Hammer. Ja, das hat mich sehr, sehr, sehr gesegnet. Und es ist ein Buch, wo es genau darum geht. Was bedeutet das? Wie ist das zu verstehen? Und was Klarheit hineinbringt, was hier passiert, wenn hier von Gericht gesprochen wird oder wenn hier von Gericht gesprochen wird. Ja, ich empfehle dir dieses Buch, wir haben es im Shop drin, gerade habe ich einen ganzen Schwung wieder bestellt, Richterstuhl Christi von Daniel Kolender, kostet nur 7,90 Euro, ist ein kleines Büchlein, aber extrem hilfreich, extrem cool, also Horizont erweiternd, weil es ist so viel Verwirrung da drin und wenn man nicht geschult ist und in der Bibel das liest, dann kriegt man es gar nicht auseinander, was eigentlich gemeint ist, hat er super, super gemacht, einer der größten Schätze der also verborgenen Schätze der Heiligen Schrift. Dieses Büchlein, der Richterstuhl Christi, wie gesagt, empfehle ich dir wärmstens. Das wird dir nämlich helfen zu verstehen, was es heißt, dass wir nicht gerichtet werden, wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir hier sind, aber dass es dennoch ein Gericht auch für die, die hier gibt. Das ist was völlig anderes. Das ist nämlich dieser Richterstuhl Christi und nicht das Gericht über die Menschen, die nicht gerettet sind. Ja? So, die Ungläubigen, die Jesus ablehnen, haben damit bereits hier in diesem Tal der Entscheidung sich im Grunde genommen
selbst gerichtet. Sie haben sich Jesus verschlossen. Sie haben den, der zum Retter gesandt worden ist, abgelehnt. So, und damit haben sie die Rettung abgelehnt. Wenn ich jetzt langsam da in dieses Thema mit dem Gericht noch weiter hineingehe, möchte ich erst noch ein paar Zitate von Reinhard Bonnke bringen. Reinhard Bonnke ist natürlich jemand, der als Evangelist die Leute, also zu wirklich Millionen und Millionen, hierhin durchgeführt hat, in dieses Land des Reiches Gottes, aus diesem Tal der Entscheidung heraus. Ja, das ist der evangelistische Dienst, dass sie Leute hier durchführen, durch das Tor. Und er hat Folgendes gesagt. Ein Evangelist ist jemand, der glaubt, dass ein Mensch ohne Jesus auf ewig verloren ist. Jemand, der genau diese Erkenntnis hat. Wer dies nicht hat, hat auch keine Last für die Verlorenen. Das ist die Wahrheit. Wer das nicht kapiert hat, wie das funktioniert, hat keine Last für die Verlorenen, für die Menschen in deinem unmittelbaren Umfeld, für deine Verwandten und so weiter. Dann sagt er, evangelisieren heißt, den Himmel herrlich zu machen, die Hölle heiß zu machen und dazwischen das Kreuz von Golgatha zu stellen. Predige Buße, Erneuerung, Liebe Gottes, Himmel und Hölle. Sei rücksichtslos, sei klar, sei deutlich. Predige das Kreuz, das Blut, sei unerschrocken, verkündige das Wort Gottes. Hey, das klingt doch wie dieser William Booth, ja? Kein Himmel ohne Hölle. Wir müssen wissen, was die Wahrheit der Bibel ist, ne? Und dann natürlich sein super bekannter Spruch, ja, dass der Dienst einfach von deiner Arbeit ist, den Himmel voll zu machen und die Hölle leer zu machen, den Himmel zu bevölkern, die Hölle zu plündern und so weiter, wo er es natürlich ganz markant dann auf den Punkt bringt. In Offenbarung, es gibt noch andere Stellen, aber ich gehe jetzt mal auf Offenbarung 20 ein, ab Vers 11. Da gibt es eigentlich die für mich wichtigste Beschreibung des sogenannten jüngsten Gerichtes. Das jüngste Gericht ist also einfach das, was am quasi letzten Tag, also letzte Gericht, könntest du auch sagen, ist. Da lese ich mal ein paar Verse, da heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron. Also dieses Gericht wird häufig als der große weiße Thron bezeichnet. Das ist also der Unterschied zu dem Richterstuhl, dem Richterthron Jesu. Hier gibt es einen anderen Thron. Ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Also die irdische Schöpfung, wie sie jetzt ist, Himmel wie Erde. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet. Ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades, Achtung, wurden in den Feuersee geworfen. Also der Tod wurde vernichtet und der Hades, kommen wir gleich noch drauf. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt also, es gibt einen Tag des Gerichtes, da ist die Bibel absolut im Alten wie im Neuen Testament glasklar. Es gibt einen Tag des Gerichtes, es gibt einen Tag, wo der Mensch Gott gegenübertreten muss. Ja? Und da gibt es Bücher. Und in diesen Büchern ist alles festgehalten. Und es gibt ein Buch, was herausragend ist, und das ist das Buch des Lebens. Und es ist absolut notwendig, in diesem Buch des Lebens eingeschrieben zu sein. Denn letztlich ist das der alles entscheidende Faktor. Wer im Buch des Lebens steht, wird in der Ewigkeit bei Gott sein. Und wer nicht, der wird eben herausgeworfen werden. Dein Name muss im Buch des Lebens stehen. Das ist die alles entscheidende Frage. Steht dein Name im Buch des Lebens oder nicht? Wie kann ich das wissen? Nun,
Das kannst du dann wissen, wenn du ein tiefes inneres Zeugnis des Heiligen Geistes hattest, der dir diese Heilsgewissheit übermittelt. Warum? Weil du dich entschieden hast, diesen Schritt zu gehen aus dem Reich der Welt durch das, was Jesus getan hat, durch seinen Opfertod hinein in das Reich Gottes. Das ist das, was einfach Entscheidung ist, Lebensübergabe, ja? Bekehrung, Umkehr, Buße, ja? Das, wenn man Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Retter annimmt, sagt, ich gebe dir mein Leben, du bist für meine Sünde gestorben, du trägst meine Schuld, ich akzeptiere das für mich, ich akzeptiere, dass du alles getan hast, damit ich von hier hinkommen kann. Ich habe keine Möglichkeit, aber diese Möglichkeit, die du mir bietest, die nehme ich und ich gehe dahin durch. Ja? Wenn das passiert, wirst du von Neuem geboren, wirst eine neue Kreatur, bist anders, bist ein geistlicher Mensch, der im Reich Gottes ist, auch wenn du noch hier lebst in dieser Welt. Du bist aber nicht mehr von der Welt, auch wenn du noch in der Welt bist. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Und wenn das geschieht, der Heilige Geist in dir Wohnung genommen hat, dann bezeichnet die Bibel dich als einen Tempel des Heiligen Geistes. Dann gehörst du zum Leib Jesu, dann ist alles anders. Und dann hast du ein innewohnendes Zeugnis, dass du weißt, ganz sicher, jawohl, ich bin im Buch des Lebens eingeschrieben. Wenn ich zum Volk Gottes gehöre, wenn ich eins bin mit Christus, wenn ich zu seiner Braut gehöre, wenn ich einfach Teil deines Leibes bin und so weiter, wie immer du es nennen willst, dann weißt du, jawohl, mein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Und das ist das absolut Entscheidende, dieses Buch des Lebens, das Buch des Lebens. So, wer nicht bei diesem endgültigen Gericht im Buch des Lebens geschrieben ist, der hat ein Problem, denn der wird letztlich in die ewige Verdammnis kommen. Ja? Und da möchte ich jetzt das einfach dir mal erklären. Das ist hier dieser Weltbereich, das Tal der Entscheidung. Das Tal der Entscheidung, in dem sich alle Menschen befinden. So, und jetzt gibt es Leute im Tal der Entscheidung, die sind Licht, von Gott gesandt. Und die rufen diejenigen, die in der Finsternis sind und sagen, hey, hey, es gibt eine Möglichkeit, ins Licht zu kommen. Es gibt eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Du kannst rauskommen aus dem Weltsystem, was so böse, verdorben, niederträchtig, ätzend ist, so vergänglich. Komm ins Licht. Komm zum Herrn. Komm, lass dich retten. So, und diejenigen, die das ernst nehmen und machen, werden gerettet, gehen durch das Tor und sind für Zeit und Ewigkeit gerettet. Und diejenigen, die es nicht machen, die bleiben halt hier in diesem Tal der Entscheidung bis zum Tag, wo es dann zu spät ist. So, und da haben wir hier eine Möglichkeit, die ist ein bisschen breiter, ein bisschen größer als das hier gezeichnet. Das ist nämlich aus dem Tal der Entscheidung mehr oder weniger automatisch in die ewige Verdammnis zu gehen. Du kennst diese Bilder, ja? Breiter Weg und schmaler Weg wahrscheinlich, ja? Aber hier geht es ins Licht und das ist das, wo Jesus für gekommen ist, damit wir gerettet werden können. Und zwar so viele Menschen wie möglich. Die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden und ewiges Leben haben. Leider nutzen aber viele Menschen das nicht. Ups, die nutzen das nicht. Ja, sie nutzen es nicht. Aus verschiedensten Gründen. Oder aber, weil sie es nicht wissen, weil sie es nicht hören, weil sie keinen haben, der sie darauf hinweist. Und das ist die größte Tragödie. Ja? Der Herr sagt, wir brauchen Erntearbeiter. Wir brauchen Leute, die Licht sind. Wir brauchen Leute, die Salz sind. Wir brauchen Leute, die sagen, hey, es gibt eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Und weißt du, wer diese Leute sind? Du und ich. Wir sind diese Leute. Ja, da gibt es Profis, irgendwelche Evangelisten. Ich hatte ja gerade Bonke gesagt. Ja? Aber es gibt viele, viele, die Licht sind, die hier eingesetzt sind vom Herrn und die müssen unsere Aufgabe erfüllen, nämlich die Menschen hinweisen, dass es Rettung gibt. Und zwar in diesem Leben. Es gibt nur diese eine Chance dieses Lebens. Reinkarnation und Wiedergeburt und all so ein Kram, also so endlos, wie es im Buddhismus ist, ist Lüge. Gibt's nicht. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, sagt die Bibel. Ja, so, also. Hier gibt es einmal das Tal der Entscheidung und dann klärt sich, gehen wir hierhin oder gehen wir dahin? Gehen wir durch dieses Tor oder gehen wir durch jenes Tor? Punkt. Zwei Möglichkeiten. Mehr gibt es nicht. Offenbarung 20, Vers 15, ein schockierender Satz. Ich habe ihn gerade schon mal vorgelesen.
Wenn jemand nicht geschrieben wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Feuersee. Feuersee ist hier. Feuersee ist eine Bezeichnung, die erstaunlich oft in der Bibel vorkommt, wenn es um die Verdammnis geht. Ja? Feuersee. Was jetzt interessant ist, ist Folgendes. Wenn jetzt wir als Kinder Gottes hier sind und Teil des Leibes Christus sind, ein Leib, ne? Ein Leib, viele Glieder, ja, wir gehören als Glied zum Leib Christi, wir sind Teil von ihm, er ist in uns, wir sind neue Kreatur und so weiter, wir gehören zu ihm, ja, dann sind wir hier. Wer ist jetzt der Weltenrichter? Christus. Wenn du aber in Christus bist, bist du im gewissen Sinne, verstehe mich richtig, auch in dem Weltenrichter. Und das sagt Paulus in 1. Korinther 6. Und da sagt er folgendermaßen: Wisst ihr nicht, dass die Heiligen, also das sind wir, das sind alle, die hier sind, dass die Heiligen die Welt richten werden in Christus, durch Christus, mit Christus, ja? So, und dann sagt er, wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu entscheiden, ja, und zu richten? Also es geht da um Stress in der Gemeinde, die sie da hatten. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches? Ich finde das bemerkenswert. Aber eigentlich ist es völlig logisch. Natürlich kommt aus dem Reich Gottes, aus dem Licht, aus diesem Bereich, wo Jesus ist, kommt das Gericht über diejenigen, die noch im Tal der Entscheidung verharren. Ja? Und in diesem Gericht sind du und ich mit eingesetzt. Jetzt möchte ich etwas zu diesem Thema Hölle sagen. Hölle ist ein wirklich, ich würde mal sagen, unscharfer Begriff. Ein Begriff, der über so viele Jahrhunderte mit so vielen Inhalten und komischen Sachen gefüllt worden ist, wo so viel Volksglaube ist, auch Dinge, die einfach unbiblisch sind. Ja, und es ist echt schwierig. Ich gebrauche diesen Begriff gar nicht. Ja, das deutsche Wort Hölle ist verwandt mit verbergen, verborgen sein. Also das Wort Helen oder Hehler, das kommt aus dem gleichen Wortzusammenhang. Das kommt also von daher, verbergen. Helen heißt verbergen. Daher kommt auch das englische Wort Hell. Ja, das ist also der gleiche Wortstamm. In den romanischen Sprachen gibt es dafür ein ganz anderes Wort, sehr interessant. Das heißt Inferno. Inferno. Inferno hat man natürlich so in den Vorstellungen schon immer mit so einem Feuerbrunst, und Feuerinferno. Hat aber damit eigentlich gar nichts zu tun. Das ist eben auch dieses Bild, was man davon hat. Eigentlich heißt das nur unterirdisch. Unterirdisch. Inferno vom Lateinischen. So, also, wir haben hier ein Wort, wo es um was Verborgenes geht, was irgendwie unterirdisch ist. Ne? Sagen wir mal. So, was sehr, sehr, sehr wichtig ist an der Stelle ist, wir müssen von unseren persönlichen Denken und Vorstellungen und Wünschen und unserem Verstand an der Stelle uns verabschieden, in dem Sinne, dass wir sagen, an erster Stelle interessiert mich, was das Wort Gottes sagt und nicht, was ich mir vorstellen kann, was ich erwarten kann, wie ich mir das denke, dass das laufen müsste. Hey, Millionen von Menschen sind in die Verdammnis gekommen, weil sie sich irgendwie was gedacht haben, wie das denn sein könnte oder müsste oder sollte. Wir halten uns an das Wort Gottes, weil das ist das Einzige, was in Ewigkeit Bestand hat, wenn das ganze Erdensystem hier schon lange vergangen sein wird. Also schauen wir, was sagt das Wort Gottes und nicht, was sind so unsere Vorstellungen, wie könnte das sein, ja? So, also wir brauchen nicht unsere positiven Sichtweisen und Denkweisen, unsere humanistische Weltanschauung, ja, so eine aufgeklärte Weltschau oder sowas. Nein, 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 nein. Hier geht es nicht um liberale Theologie oder sowas. Hier geht es auch nicht um den sogenannten gesunden Menschenverstand, der bei Licht besehen oft ziemlich krank ist, ne? Sondern hier geht es um das, was sagt Gott.
Der Mensch kann entscheiden, glaube ich es oder glaube ich es nicht, will ich es hören oder will ich es nicht hören, ist alles in Ordnung. Ja? Also ist nicht in Ordnung, ist aber für mich in Ordnung. Wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Aber mich interessiert, was sagt Gott und nicht, was kann ich mir denken, wie es denn sein könnte. Das ist relativ uninteressant. Ja? Hier geht es um Dinge, die sind so wichtig, so entscheidend für jeden von uns, da können wir uns doch nicht irgendwelche Hirngespinste leisten. Ja? Wirklich. Und die Leute denken, ja, aber Gott kann doch nicht. Er kann er doch nicht machen. Ja? Ich habe ja keinen umgebracht. Hey, ich würde mich auf solchen Eis würde ich mich nicht bewegen. Schau, was das Wort Gottes sagt. Das ist der Maßstab. Der entscheidende Punkt ist, ob dein Name im Buch des Lebens steht und ob du diesen Schritt hier akzeptiert hast mit Christus und nicht, ob du keinen umgebracht hast oder wie du gewesen bist. Hier im Tal der Entscheidung kannst du ein super gutes, frommes, braves Leben führen. Und trotzdem nicht gerettet sein. Ja? Trotzdem nicht gerettet sein. Du kannst hier leben, ohne einen umzubringen, ohne irgendwelche Sünden zu machen und bist trotzdem noch hier und bist nicht gerettet. Entscheidend ist nicht, wie du gelebt hast, sondern entscheidend ist, hast du das Opfer Christi für dich angenommen oder nicht? Das ist alles, worum es geht. Ne? Gut, also, was sagt jetzt die Bibel zu diesem ganzen Thema? Und da haben wir mit Hölle haben wir drei Begriffe, die damit in der Bibel vorkommen. Ja? Im Alten Testament haben wir den Begriff Sheol. Im Neuen Testament das gleiche ist Hades. Und dann gibt es noch etwas anderes, das nennt sich Gehenna. Okay, jetzt wird es langsam spannend. Sheol und Hades sind nicht, ganz wichtig, nicht der Ort, wo die Verlorenen die Ewigkeit sein werden. Es ist nicht der endgültige Ort der Strafe. Ja? Es ist nicht irgendwie die Verdammnis oder der Feuersee. Sheol und Hades sind das Totenreich. Und das ist etwas anderes, der Tod. Ja? Im Alten Testament heißt es, da passiert gar nichts. Ja? Da macht der Teufel nichts. Das ist einfach das Totenreich, wo die Toten sind. Ne, wie auch immer das zu verstehen ist. So, und da haben wir im Sheol, im Totenreich, dass sich Gottlose ebenso finden wie Gerechte. Und die warten dort, im Sinne von schlafen, sagt die Bibel manchmal, die warten dort auf das, was kommt. Und der Sheol ist so, dass Gott, wie soll ich mal sagen, der kann da reingehen, das ist offen für ihn. Das ist nicht irgendwie ein verborgener Bereich. Ja? Er ist auch dort gegenwärtig. So lesen wir beispielsweise in 1. Samuel 2, Vers 6, Jahwe tötet und macht lebendig. Er führt in den Sheol hinab und wieder hinauf. Psalm 16, Vers 10. Meine Seele wirst du dem Sheol nicht lassen. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Da haben wir schon diese Auferstehungshoffnung hier im Psalm. Ganz interessant. Psalm 49, Vers 16. Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Sheols, denn er wird mich aufnehmen. Auch da, diese Auferstehung. Ja? Meine Seele wird nicht im Totenreich bleiben. Ja? Meine Seele wird da nicht bleiben, sondern es gibt etwas anderes. Ich komme raus aus dieser Grube. Er wird mich neu aufnehmen. Und jetzt möchte ich dir das mal mit diesem Sheol hier ein bisschen anders zeigen. Ich habe hier ein Blatt Pergamentpapier, das ist so durchscheinend. Und ich nehme das mal und mache das mal, sagen wir mal, hier hin. Weil der Sheol ist etwas, ups, das gute Tal der Entscheidung ist eine wackelige Angelegenheit hier. Auch interessant, okay. Hier, das Sheol, oder der Sheol, oder die Sheol, keine Ahnung, ja, ist etwas, wie soll ich mal sagen, deshalb hier dieses durchsichtige Blatt, das ist wie auf einer anderen Ebene, auf einem anderen Layer. Die Bibel spricht von unten, ja, wie auch immer das zu verstehen ist. Es ist auf jeden Fall etwas, wo hier, bitte, das ist ja nur eine Skizze, also nur zur Verdeutlichung, ja, also auch nicht extrem überbewerten. Ne? So, jetzt sage ich mal hier, sagen wir mal, das wäre der Sheol. Ja, so, dann haben wir das hier, Sheol oder Hades. Das gleiche Wort, einfach nur hebräisch oder griechisch.
So. Und da kommen die Menschen, die sterben, erstmal hin. Und interessanterweise in diesem Totenreich gibt es etwas Interessantes, etwas ganz Eigentümliches. Und das wird uns im Neuen Testament berichtet. Also im Alten Testament ist das mehr so, ja, da sind wir da und dann ist da nichts. Wie schlafen, ja, sage ich mal. Ja, wie wir es hier haben. Lediglich die Hoffnung, wenn ich da bin, ich werde da rauskommen. Ich werde da nicht für immer bleiben, sondern der Herr hat was für mich. So, aber im Neuen Testament, Jesus sagt, hier gibt es eine Trennung. Ich mache das jetzt mal hier durch, hat also nichts mit den beiden Begriffen zu tun, sondern nur, dass es eine Trennung gibt. Und er nennt den einen Bereich, ganz interessant, er nennt den einen Bereich Abrahams Schoß. Und den anderen habe ich mal genannt Ort der Qual. Wie gesagt, das Ganze befindet sich auf einem anderen Layer, ne? Auf einer anderen Ebene. Jesus erzählt Folgendes in Lukas 16. Er spricht von zwei verschiedenen Räumen, sage ich mal, im Totenreich. Ne? So, und da kann man rüber sprechen, aber es ist absolut getrennt. Es gibt den Ort, wo schon die Gerechten getröstet werden und die anderen schon, sagen wir mal, in einer Qual sich befinden, die Gottlosen. Lukas 16, Abvers 22. Es geschah aber, dass der Arme starb. Das ist das Gleichnis im Lutherdeutsch vom armen Lazarus. Ne? Es geschah aber, dass der Arme starb, das war der Gerechte, und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Ey, das sagt Jesus, ne? Neues Testament. In Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche, das war der Gottlose, und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufmachte und in Qualen war, sieht er Abraham vom Weiten. Und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Hier. Und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft, also hier ist eine Trennung, eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herübergehen wollen. So, das ist interessant. Das ist also nicht irgendetwas, was im Alten Testament uns irgendwo berichtet wird, was man so wegstecken könnte, sondern, hey, das sagt Jesus. Und er gebraucht dieses Bild. Aber er gebraucht dieses Bild nicht für die endgültige Ewigkeit in Verdammnis oder im ewigen Leben, sondern er sagt, es ist im Totenreich. Nun, wenn wir uns mit dem Totenreich weiter beschäftigen, Sheol und Hades, werden wir feststellen, das wird vernichtet werden. Es wird dazu kommen, dass dieses ganze Totenreich wegkommt. Ja? Und was auch wichtig ist, der Sieg Jesu erstreckt sich über dieses Totenreich. Ja? In Apostelgeschichte 2, Vers 31 heißt es, David hat voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch dass sein Fleisch die Verwesung sehe. Das heißt, Jesus ist ja gestorben und ist ins Totenreich gegangen. Ja, hierhin. Er ist in dieses Totenreich gegangen. Das ist wichtig zu wissen. Ne? Und er ist der Herr über Tote und über Lebendige. Und die Bibel sagt, er hat den Schlüssel des Todes und des Hades. Hierüber hat er den Schlüssel über dieses System. Ja, Offenbarung 1, Vers 8, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel über das, den Tod und den Hades. Römer 14, Vers 9,
Denn hierzu ist Christus gestorben, also gestorben, hier reingekommen ins Totenreich und wieder lebendig geworden durch die Auferstehung, ja, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Also Jesus ist im Grunde genommen hier rüber gegangen und hat uns den Weg geöffnet, damit wir gerettet werden können. Und dann sagt er etwas Interessantes zu Petrus. Er sagt, Matthäus 16, Vers 18, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Also das Totenreich wird nicht die Kraft und die Power haben, die Gemeinde zu stoppen. Gut, also so viel können wir jetzt erstmal dazu sagen. Ja, das ist dieses Reich des Todes, was sich irgendwie in dem Ganzen, und das ist sehr kompliziert, hier nochmal auf einer anderen Ebene befindet. Müssen wir also trennen von dem ewigen Leben und der ewigen Verdammnis. Und jetzt kommen wir zum eigentlich interessantesten Begriff bei dem Ganzen. Und der Begriff heißt Gehenna. Gehenna. Gehenna ist hier. Gehenna ist das, wo du nie hin willst. Gehenna ist das, wo du nicht willst, dass irgendwer hingeht. Gehenna ist das, was so im Volksmund einfach als Hölle verstanden wird. Weißt du, im Geistlichen, also es gibt ja die geistliche Welt und da gibt es häufig diese natürlichen Dinge, die ein Bild davon sind. Und da gibt es das natürliche Jerusalem. Ja? Und das geistliche Jerusalem. Ne? Es gibt Jerusalem eben in Israel und es gibt eben das himmlische Jerusalem, die Stadt Gottes, das himmlische Zion. No, und das ist ein Bild füreinander. Ne? Jawohl, wir sind auf dem Weg ins himmlische Zion. Halleluja. Halleluja. Wer das Namen im Buch des Lebens hat, der ist im himmlischen Jerusalem dabei. Gut, im irdischen Jerusalem gab es Folgendes. War ein Tal neben der Stadt. Und dort in dem Tal Himnon, dort, ja, gab es früher, also zu Zeiten der Kanaaniter und so weiter, aber auch später bei den Königen, gab es Opferstätten, heidnische Opferstätten. Und dort wurden Menschenopfer dargebracht, Kinderopfer dargebracht, nämlich im Moloch. Ja, so, das war etwas, was total entsetzlich war. Ja, dort wurden Menschen verbrannt. Ja, es heißt in der, im Alten Testament mehrfach, der ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen. Das heißt, das Kind wurde dem Feuer überantwortet, wurde verbrannt. Menschenopfer, Kinderopfer. Ja, ganz fürchterlich immer wieder und immer wieder in den Kulten vorgekommen. Moloch. Ne? Später in den Zeiten wurde dann dieses Tal zur Müllhalde gemacht, unter anderem um das zu verunreinigen, um also da nicht irgendwelche auch andere Kulte, dass da niemals einer hinkommen sollte. Ja? Also man wollte das wirklich unrein machen und das dadurch auch verhindern, dass da irgendwie so ein verrückter, böser, satanischer Kult kommt. Und dann heißt es, dass zur Zeit Jesu an diesem Ort die Hingerichteten verbrannt worden sind. Verbrannt worden sind. Schau mal, wenn du mal in Jerusalem gewesen bist oder in Israel, das ist eine sehr felsige Gegend. Erdboden ist etwas Kostbares und das war es zur Zeit Jesu noch viel mehr. Da brauchtest du, um darauf einfach eben Pflanzen anbauen zu können und so weiter. Ja? Überall ist Felsen. So, also Leute zu beerdigen im Erdboden war unüblich, weil dann war der Boden nicht mehr zu benutzen. Ja? Sondern man hat die eben in Felsen, in Felslöcher beerdigt. Das ist auch das, was wir bei Jesus haben. Ja, das war dieses ausgehauene Grab. Nur das war natürlich nur was für Leute, die sich das leisten konnten. Für die Ärmsten, für die Verbrecher, für diejenigen, die eben hingerichtet worden sind, da war das natürlich nichts. Die hat man verbrannt. Die Menschen, wenn sie tot waren, wurden verbrannt. Und das geschah genau da. So ist da die Situation gewesen. Ja, das heißt, das Bild, an das Jesus hier anknüpft, ist, da sind brennende Körper, brennende Menschen. Und das war eben außerhalb der Stadt. Außerhalb der Stadt. Menschen im Feuer. Ne?
So, das ist dieses ganze Bild. Und darum geht es bei der Situation, wenn es um diesen Begriff Gehenna geht. Da ist das himmlische Jerusalem und draußen, da ist eben dieser Ort der Qual, dieser Ort, wo der Strafort für die Verdammten ist. Und das Interessante ist, dass Jesus in allererster Linie, und da müssen wir echt, wie soll ich mal sagen, echt den Herrn suchen, jeder von uns, in allererster Linie die Religiösen und die Heuchler, Pharisäer und so weiter, attackiert hat. Ja? Die hat er in allererster Linie angesprochen und gesagt, Leute, ja, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht hier landet. Aufpassen, dass ihr nicht hier landet. Wirklich, er war da absolut knüppelhart. Matthäus 10, Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, nämlich den Herrn, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Gehenna. So steht es da. Und dann ist es so, dass der Tag kommt, wo am Ende der Zeit, wenn dieser Gerichtstag kommt mit dem großen weißen Thron, wo hier das Totenreich gelehrt wird. Das wird ganz gelehrt werden. Kannst du in Offenbarung 20, Vers 13 nachlesen. Und dann kommt das Gericht. Und dann kommen die Menschen an den Ort ihrer ewigen Bestimmung. Aus dem Totenreich werden welche ins Licht kommen und welche in die Verdammnis gehen. Ja? Offenbarung 21, Vers 8 sagt da, aber die Feigen, interessante Aufführung, die Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtige und Zauberer und Götzendiener und allen Lügnern, ja, allen Lügnern. Und ich sage nochmal, wir befinden uns momentan in einem System, wo die ganze Welt in ein monströses System von Lüge eingebettet ist. Lüge ist wie ein schwarzer Mantel um den Globus gelegt. Ja? Allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. So, das heißt, dieses ganze Ding kommt irgendwann weg. Wird weggenommen werden. Wird leer gemacht werden. Weil alle werden gerichtet werden, die hier sind. Okay. So, dieser Feuersee, ja, der hat auch andere Bezeichnungen. Wir lesen beispielsweise in Matthäus 13, Vers 42, die Engel werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Weinen und Zähneknirschen sein. Matthäus 8, Vers 12, sie werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis, da wird Weinen und Zähneknirschen sein. Ja, Finsternis, hier ist Finsternis, hier ist das Licht, ja, und hier ist absolute Finsternis, äußerste Finsternis. Matthäus 3, Vers 12. Er hat seine Worfschaufel in seiner Hand. Er wird seine Tenne durch und durch reinigen. Also das ist das hier, er wird es reinigen. Ne? Tolle Entscheidung, wird er reinigen. Und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Matthäus 25, Vers 46. Diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber ins ewige Leben. Und jetzt ist etwas, was mir extrem wichtig ist, was wir verstehen müssen und was wichtig ist, zu kapieren gegenüber dem falschen Bild, was wir häufig so haben. Nicht der Teufel, nicht Satan ist der Herr über die Verdammnis. Nicht er ist derjenige, der hier regiert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Es ist, weißt du, auch das gab es schon im Mittelalter, da Horrorszenarien, Bilder und so weiter, da sind die Teufel und die Dämonen, die dann irgendwie die Seelen rösten, ja, und so weiter. Und die haben dann ihre Freude daran und quälen die armen Menschen und so weiter. Das ist nicht der Fall. Der Feind ist nicht der Herr über die Hölle. Das ist totaler Blödsinn. Der Feind ist dort selber gefangen und ist selber in diesem Feuersee, um selber gequält zu werden. Und eigentlich ist dieser Ort nur für ihn. Er ist nur für ihn. Das ist der Ort, wo er hingehört in seiner Strafe.
Es ist nur für ihn. Nach Gottes Absicht braucht nicht ein Mensch bei ihm zu sein. Das Opfer ist für alle Menschen da. Jeder Mensch kann gerettet werden. Ja? Aber das Problem ist, dass die Menschen, weil sie verhext sind oder stolz sind oder verführt sind oder was auch immer, diese Lösung nicht annehmen und letztlich dann in die ewige Verdammnis gehen werden. Ja? Dieser Ort ist eigentlich nur dem Teufel, Satan mit seinen gefallenen Engeln, Dämonen und was da so ist, zur Strafe gedacht. Der Ort der Gottesferne, der Ort, der fürchterlich ist. Nicht der Feind hat da irgendwie Freude dran, die Menschen zu quälen. Nein, das ist total kranke, böse Propaganda, die total unbiblisch ist. Ja? Überhaupt gibt es da eine Fülle von total verrückten Blödsinn und verrückten Vorstellungen. Ja? Hey, die Hölle ist ein ganz heißer Ort, da lerne ich coole Leute treffen. Das ist wirklich gut, höllisch gut, höllisch gut da. Ja? Hey, immer heiße Party da, es gibt immer Barbecue. Ne? Und wirklich, so pervertiertes Vergnügen mäßig. Ja, hey, da geht's heiß her. All diese schwachsinnigen Sprüche, die das so verniedlichen, vielleicht sogar erstrebenswert machen. Ja, partymäßig, da ist richtig was los, da ist Action. Hey, das ist totaler Schwachsinn. Das ist Lüge. Es ist ein Ort der Dunkelheit. Es ist ein Ort der Einsamkeit. Es ist ein Ort der Angst. Es ist ein Ort fürchterlicher Qual. Und die größte Qual für mich ist, zu wissen, du bist am falschen Ort. Du bist draußen. Du bist nicht da, wo du hingehörst. Du bist nicht da, wofür du geschaffen worden bist, sondern du hast dich für die falsche Seite entschieden. Auf ewig auf der falschen Seite. Und dann sagt die feindliche Propaganda, ja, der Himmel, das ist stinklangweilig, tot langweilig, keiner will dahin, oh Mann. Und dann hast du dieses kranke Bild, ja, von irgendwelchen Heiligen, die auf der Wolke sitzen mit Flügeln und dem Nachthemd und dann irgendwie Harfe spielen. Das ist sowas von falsch, das ist Lüge, das ist feindliche Propaganda. Glaub sowas nicht. Wer den Himmel verpasst, die Ewigkeit bei Gott verpasst, hat alles verpasst. Er hat das Leben verpasst. Er hat nichts, aber auch gar nichts gewonnen. Wer hier lebt, in diesem Weltsystem und nicht gerettet wird, dessen Name wird in Ewigkeit nicht wiedergefunden werden. Er ist wie nichts. Und wenn die ganze Welt gewinnen und wenn sie den tollsten Namen auf der Welt haben und wenn es Milliardäre und sonst was sind, Mächtige, hey, wenn sie nicht gerettet werden, es wird zu nichts werden. Sie werden hier landen und ihr Leben wird keinerlei Relevanz für die Ewigkeit haben. Das müssen wir uns vorstellen. Und in der Bibel finden wir diese Stelle. Ich hatte es schon teilweise angedeutet, Offenbarung 19, Vers 20. Das ist dann die Endzeitgeschichte. Es wurden ergriffen, das Tier und der falsche Prophet. Ja? Und die zwei wurden in den Feuersee geworfen. Warum, da gehören sie hin? Dann lesen wir in Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Warum? Da gehört er hin. Das ist der Ort, wo er in Ewigkeit landet in seinem Hass gegen Gott, in seiner Rebellion. Ja? Und dann, und das ist das Schockierende, Offenbarung 20, Vers 15, ich hatte es schon gelesen. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist das endgültige Gericht. Und das heißt, hier, wir machen das mal hier weg mit dem Totenreich, das ist dann erledigt, das ist schon, da ist dann schon Gericht drüber gewesen. Hier, dieses Tal der Entscheidung, wird leer gemacht. Leer gemacht. Da bleibt nichts, da bleibt niemand. Es gibt, hier ist ein leeres Tal hinterher. Die einen sind hier reingegangen und die anderen sind hier reingegangen. Und weißt du was? Hier sind Tore, das wird zugemacht. Das wird zugemacht und dann ist es besiegelt für alle Zeit. Die alles entscheidende Frage ist, steht dein Name im Buch des Lebens? Weißt du, das ist, ich weiß, das ist keine easy peasy, tralala, uns geht's gut, sonntags morgens Sonnenscheinpredigt. Aber es ist etwas, was wir wissen müssen, weil es die Wahrheit ist und weil Jesus so deutlich ist. Guck mal, damit das vermieden wird, ist er gekommen und hat sein Leben hingegeben. Er ist durch diese ganze Schleife gegangen, um uns den Weg zu ihm zu geben. Und es ist doch nicht so, dass das, wie soll ich mal sagen,
wie soll ich mal sagen, sehr riesige Hürden sind. Es ist doch nur ein Gebet von uns entfernt, dass wir uns an ihn wenden. Ja? Er hat sein Blut vergossen, damit wir nicht hier hingehen müssen. Alles ist da, wir müssen es nur aktiv ergreifen. Das Tal der Entscheidung wird leer sein. Der Sheol hier, das Ding, wird leer sein. Leer sein. Es wird vernichtet werden. Der Tod, das Totenreich, wird eben auch hier hinkommen. Vernichtet werden. Ja? Es ist alles da. Aber wir müssen es aktiv ergreifen. Und das ist ein ernstes Wort. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber es werden nicht alle errettet, sondern es werden nur die errettet, die es aktiv für sich in Angriff nehmen. Die sagen, ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will, dass Jesus, der für meine Sünde in den Tod gegangen ist, der für mich das stellvertretend getragen hat, sein Sühnetod, ja, und in der Auferstehung, in der er dieses ganze Ding überwunden hat, ja, das ergreife ich jetzt für mich. Ich warte nicht mehr länger. Es ist nur ein Gebet entfernt. Weißt du, und die Menschen riskieren sonst was. Die verschieben das, die beschäftigen sich sonst was. Ja, ich sag dir eins, riskiere nichts, sei weise. Und vor allen Dingen, glaube nicht an irgendetwas, was Seelenheil durch irgendeine Mitgliedschaft in irgendeiner Institution dir verheißt. Bist ja hier in dem Laden Mitglied, also hast du Seelenheil. Glaub es nicht. Glaub es nicht. Entscheidend ist, ob du Christus hast und nicht, ob du in irgendeinem Laden auf irgendeiner Liste stehst. Ne? Entscheidend ist, dass dein Name im Buch des Lebens steht und nicht auf irgendeiner Liste von irgendeiner Institution. Nur wer ihn annimmt, wird gerettet. Und so vieles hält die Leute ab. Stolz. Stolz hält die Leute ab. Weil sie sagen, nö, das will ich selber schaffen. Ich muss selber meine eigenen religiösen Leistungen bringen. Das nehme ich nicht für mich an, das ist so billig. Verrückt, ne? Ja? Bequemlichkeit. Ja, nee, also ja, muss ich ja was machen, muss ich mich ändern, nee, bleib lieber hier, lass mal. Ich kenne Leute, die sind im Grunde genommen aufgrund von Bequemlichkeit, ja, in die Verdammnis gekommen. Irgendwelche falschen Vorstellungen, falsche Gottesbilder, irgendwelche schrägen Dinge, auch Irrlehre. Ja, irgendwelche schrägen Irrlehre. Passivität. Dann diese ganze Verschieberei. Ah, oh, nee, mach ich später. Ist doch viel zu früh, also das mache ich dann, wenn ich, ja, nee, wenn ich mal alt bin, ne? Alt und grau oder sonst was. Oder dann dieses lächerlich machen, dieses darüber lachen. Das war bei uns in der Verwandtschaft, da war das so eine Nummer. Da hat man drüber gelacht, da hat man drüber gespottet, ach ja, ja, die Christen zum Schreien. Ne? Und alles so ein bisschen mit Theologie noch dann verbrämt. Wirklich schlecht, ja. Oder auch dieses Ding, ja, ich habe mich ja mal bekehrt. Damals irgendwie war mal eine Veranstaltung, da habe ich mal eine Hand so gehoben. Da hat gesagt, soll man die Hände heben, habe ich Hand mal kurz gehoben und ja, ist ja damit alles gut, ne? Ich würde mich nicht drauf verlassen. Ich würde mich nicht drauf verlassen. Frag dich, ob du wirklich weißt, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Hast du wirklich Heilsgewissheit? Das sollte dich beschäftigen, ja? Es geht um alles oder nichts. Es geht um ewige Trennung von Gott, vom Leben, von der Licht, von der Liebe, von allem, was erstrebenswert ist, von allem, was gut ist, von allem, was schön ist. Gott sagt, ich habe was vorbereitet für die Menschen. Das ist überhaupt in keines Menschen Sinn gekommen. Das können die sich gar nicht vorstellen in dieser gefallenen Schöpfung, was ich vorbereitet habe für die, die mich lieben. Genial. Genial. Höher als alles, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Grandios. Oder aber ewige Dunkelheit, ewige Trennung. Und das Schlimme ist, du bist halt bei Bewusstsein. Ne? Du bist bei Bewusstsein. Die Bibel sagt nicht, dass das auffällt. Wir können das nicht aus der Bibel rauslesen. Wir können auch nicht sagen, dass es da irgendwie mal eine Allversöhnung gibt, wo das alles wieder in einen Topf kommt. Können wir nicht in der Bibel finden. Ja, Vorsicht. Nach der Bibel ist es so, in Ewigkeit am falschen Ort. In Ewigkeit draußen, draußen vor dieser Stadt, draußen, außerhalb. Guck mal, das ist auch das Gleichnis, was Jesus hat mit den klugen und dummen Jungfrauen. Ja, die Klugen gingen rein mit der Festgesellschaft und dann wurde die Tür verriegelt und die anderen blieben draußen. Die Frage ist, bist du drin durch das eine Tür oder bist du draußen? Das ist die eigentliche Frage.
ja, auf ewig am falschen Ort und in diesem Bewusstsein. Und mein persönlicher Gedanke, das ist jetzt, bitte versteh mich richtig, das ist nur mal so ein Gedanke, mein persönlicher Gedanke ist, hier wird immer vom Feuersee gesprochen. Das heißt aber, dass unser Gott wie Feuer ist. Vielleicht ist es einfach nichts anderes, also es ist nur ein Gedanke von mir, bitte, ja, dass hier diejenigen, wie soll ich mal sagen, mit der Gegenwart Gottes konfrontiert werden, obwohl sie in der Finsternis sein wollen. Und was für die hier die größte Freude ist, ist für die größte Qual. Ich weiß es nicht, ist nur ein Gedanke, der mir gekommen ist. Ja? Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Punkt. Da gibt es keinen Zwischenraum. Dieser Zwischenraum, das Tal der Entscheidung, das Reich dieser Welt, der Bereich, in dem wir uns jetzt befinden, wird zu Ende kommen. Die Welt wird zu Ende kommen. Die Welt wird vergehen. Ja, das sagt die Schrift. Die Welt wird so in der Form, wie wir sie kennen, nicht mehr sein. Und es wird nur noch Licht und Finsternis geben und es wird eine Trennung sein. Das ist dieses Bild von dem draußen vor der Stadt, wie auch immer das zu verstehen ist. Wie auch immer wir uns das vorstellen können. Das ist natürlich schwierig, ja, aber das geistliche Bild ist, da gibt es diese Stadt, da gibt es diese Gegenwart Gottes, da gibt es das Erstrebenswerte und es gibt dieses Draußensein. Draußensein. Und ich sage dir eins, du möchtest nicht draußen sein. Und jetzt möchte ich ganz zum Schluss, bevor ich gleich zum Gebet überleite, noch eine Sache mal ansprechen. Und zwar ist das eine ganz schwierige Thematik, die auch theologisch sehr schwierig ist. Und das ist eigentlich eine Stelle, das sind wenige Verse bei Petrus, in den Petrusbriefen, 1. Petrus. Und da geht es um diese Thematik, dass Jesus auch in dem Totenreich ja noch den Leuten gepredigt hat. Ja, wir lesen 1. Petrus 3, Vers 19. Ja, er ist hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. So, und jetzt hängen wir das Ding nochmal hin. Hier hatten wir es irgendwo hingehängt. Jesus kam also, nachdem er gestorben ist, und hat hier das Ding ja überwunden. Ne? Und hier hat er irgendwie den Leuten gepredigt. Er hat gepredigt. Und in 1. Petrus 4, Vers 6 präzisiert sich das dann und dann heißt es, denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden. Also das Evangelium. Den Toten. Aha. Damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. So, und diese Bibelstelle ist natürlich etwas, wo absolut nachvollziehbar und verständlich sich manche Leute daran festhalten und sagen, ich habe jetzt irgendwelche lieben Angehörigen gehabt und ich hoffe und ich bete, dass sie diese Botschaft im Totenreich irgendwie verkündigt bekommen. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist das so. Schön wär's. Aber wir wissen es nicht. Wir können das nicht wirklich aus dem Vers hier entnehmen. Ich kann auch so sein, dass damals, als Jesus gestorben ist vor 2000 Jahren, dass er, als er hier in dem Totenreich damals im Grunde genommen die Möglichkeit den Leuten gegeben hat, damals das Evangelium, was die ja nie gehört hatten, annehmen zu können. Vielleicht, ja, wir wissen es nicht. Aber das ist eine Bibelstelle, die eben tatsächlich die Sache nochmal schwierig macht. Wird den Menschen, die im Totenreich sind, nochmal die Gelegenheit gegeben, das Evangelium zu hören? Was ist mit all denen, die aus anderen Kulturkreisen kamen oder was, die niemals das Evangelium gehört haben? Es ist wirklich schwierig. Aber wir dürfen eins wissen, Gott ist absolut gerecht. Er wird niemanden falsch behandeln. Niemand auf der Welt, niemand, nie, nicht eine einzige Person wird Gott Vorhaltung machen können und sagen, du hast mich falsch gerichtet, du hast mich falsch behandelt. Das glaube ich nicht. Ja? Ich persönlich würde allerdings für diejenigen, die das Evangelium hören, hier in diesem Leben, sagen, pass auf,
Nutz die Gelegenheit. Riskiere nicht, hier auf irgendein vielleicht oder nicht vielleicht dich einzulassen. Ja? Nutz die Zeit jetzt und gib dein Leben Jesus jetzt. Es gibt keinen anderen Zeitpunkt. Heute ist der Tag des Heils. Denke nicht, ja, das kann ich später machen. Auch noch am Tod habe ich die Gelegenheit. Vorsicht, Vorsicht. Das sollten wir nicht tun. Wir müssen schauen, was die Bibel sagt. Es ist wichtig, dass wir in diesem Leben wirklich mit aller Hingabe den Herrn suchen und unser Leben mit ihm in Ordnung bringen. Ja? Und deshalb ist es so, so, so wichtig, dass du das für dich akzeptierst und in Anspruch nimmst. Jetzt weiß ich natürlich, dass die meisten von uns das schon lange getan haben. Ihr seid Kinder Gottes, die meisten von uns. Ihr seid schon längst hier oben. Ihr seid schon als Licht in diese Welt gekommen. Ihr habt vielleicht sogar schon Leute zum Herrn geführt. Ihr seid schon Leute, die darauf hinweisen, dass es hier eine Möglichkeit zur Rettung gibt. Und gleichzeitig hat jeder von uns Verwandte, Angehörige, Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde, wo er weiß, dass die noch im Tal der Entscheidung sind. Und betet dafür, vielleicht für die Ehepartner, vielleicht für die Kinder, und betet dafür, dass die müssen gerettet werden. Ich will nicht, dass die auf Ewigkeit getrennt sind. Und da möchte ich dir sagen, das Gebet ist schon mal das Wichtigste, was du tun kannst. Das aller Wichtigste. Beten dafür. Ich habe mal folgende Story gelesen. Ganz am Anfang der Christenheit gab es im Römischen Reich damals eine Mutter, die hatte einen missratenen Sohn. Der war also richtig in der Welt und so richtig ein richtiger übler Sünder, der so richtig über die Stränge geschlagen hat, was nur ging. Ja? Und sie hat so gerungen für den Sohn, sie war Christin, hat gebetet und gemacht und getan und Jahre nichts. Es wurde immer schlimmer, es war ätzend. Und irgendwann merkte die Frau, dass es ans Sterben ging. Und sie ist zu ihrem Bischof gegangen und hat mit ihm gesprochen und ihr Leid geklagt. Und der hat sich das angehört und hat gesagt, weißt du was? Für jemand, für den so gebetet wird, der wird nicht in die Verdammnis gehen, der wird gerettet werden. Sei entspannt. Hat ihr diesen Zuspruch gegeben? Vielleicht ein Wort der Erkenntnis, vielleicht auch einfach dieser Zuspruch, weil er wusste, wie Gott wirkt. Die Frau starb. Kurz nach ihrem Tod hat der Junge sich bekehrt und wurde einer der Kirchenväter, einer, der maßgeblich die Richtung der Gemeinde bestimmt hat. Er wurde ein gewaltiger Mann Gottes. So, die Frau hat nichts davon gesehen. Gebet ist das Entscheidende. Und lass dich nicht abhalten, für deine Lieben zu beten, für deine Angehörigen zu beten, für deine Kinder zu beten, für deine Eltern zu beten, für deinen Ehepartner zu beten, für alle, was dir überhaupt in den Kopf kommt, zu beten. Bleibe dran, es geht um alles oder nichts. Ja? Und es ist unerheblich, wie die Reaktion ist, ob die unfreundlich sind, ob sie es blöd finden, ob sie dich beschimpfen oder verspotten oder sonst was. Lass dich davon nicht abhalten, zu beten, wirklich für die Errettung von den Menschen, die dir lieb sind. Und genau deshalb, aus diesem Grunde, deshalb haben wir dieses Mosekörbchen hier. Weil wir sagen, hier sind die Gebetsanliegen dran. Hier ist das dran, worum es geht. Deshalb haben wir das hier. Wir haben gesagt, leg die Namen hier hinein von den Lieben, die du hast. Leg sie rein, wir wollen gemeinsam dafür beten. Wir wollen gemeinsam dafür einstehen, dass es eine Veränderung gibt. Deshalb haben wir hier diese Broschüre, die ich dir nochmals wärmstens empfehle. Heißt Der Spaziergang. Das ist ein klassisches Büchlein, eine Broschüre, was ein richtiges, ist so eine, ja, so eine bisschen Fantasy-mäßig eine Geschichte, die dann dahin führt, wie ist es denn mit dem Tod? Ja, und wo es dann darum geht, da ist eine Übergabegebet drin, da sind erste Schritte im Glauben drin, da ist eine Entscheidungskarte drin, da ist alles drin, was notwendig ist. Ja, so, das ist etwas, das bieten wir dir kostenlos an, kannst bei uns bestellen. Ja, nimm es, bestell es, gib es in deinem Freundeskreis, bei deinen Lieben weiter. Vielleicht verspotten sie es, vielleicht stellen sie es nur in den Schrank. Wer weiß, wie der Herr das gebraucht. Du kannst es bei uns bestellen, wir schicken es dir, wir haben tausende und tausende davon gedruckt, weil wir wissen, dass Menschen durch so etwas gerettet werden können. Und weil es eine Hilfe ist, wenn du es nimmst und sagst, hier, ich möchte, dass du das liest und ich möchte mit dir gerne darüber sprechen. Ja, es ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Und du persönlich baust das auf, dann kannst du das bekommen. Wenn du sagst, nee, also da will ich nichts mit zu haben, dann sagst du, ja, dann gib es mir bitte wieder zurück. Ja, so. Und dann betest du weiter und gibst es jemand anderem.
Ich habe mal gehört, die meisten Menschen müssen 10-mal irgendwie mit, sagen wir mal, in Berührung kommen mit irgendwas Christlichem, bevor sie reif sind für eine Entscheidung. Weiß ich nicht, ich will da kein Gesetz draus machen. Aber vielleicht ist es erst das fünfte oder sechste oder achte Mal, wo du gerade jetzt den Kontakt hast. Vielleicht musst du einfach sagen, okay, es ist wichtig, dass ich das jetzt gemacht habe, aber der Herr ist drin und er wird das noch weiter tun. Also sehr herzliche Einladung. Bestell dir diese Broschüre bei uns. Wie gesagt, und das Büchlein hier, was wir da hatten, der Richterstuhl, ich empfehle es dir auch. Bestell es von Herzen gern. Ja, es ist sehr hilfreich. Und dann noch etwas, was ich sagen möchte. Auch auf unserer Webseite haben wir die ähnlichen Inhalte wie hier drin. Und wir haben auf unserer Webseite ebenfalls die Möglichkeit, Übergabegebet zu machen. Ja? Wir haben auf unserer Webseite unter Gebet, wenn du auf den Reiter gehst, Gebet, bete mit uns. Da gibt es zwei Gebete, die ähnlich hier drin sind. Ich will Christ werden oder ich will einen Neuanfang mit Jesus machen. Ja, nutzt das. Nutzt das. Ja? Gib den Link einfach weiter an deine Lieben. Sag hier, schau dir das mal an. Oder druckst dir aus und sag hier, dass du es einfach hast. Vielleicht kannst du mit jemandem mal beten und sprechen. Hier für die Leute, die jetzt so in Einsamkeit und Isolation sind, wenn du die Gelegenheit hast, mal mit denen zu sprechen, ja, die zu besuchen oder irgendwas. Nutz es. Nutz diese Zeit, in der wir uns befinden. Ich habe vorhin davon gesprochen, Krise. Krise. Wir leben in einer Zeit der Krise. Die Zeit der Krise ist das Tal der Entscheidung. Das ist jetzt diese zu Ende gehende Weltzeit, wo es darum geht, dass die Millionen hier hineingerettet werden. Das ist der Wunsch Gottes. Und der Wunsch des Feindes ist, dass die Millionen in die Verdammnis gehen. Und dagegen werden wir mit allem, was in uns ist, uns stemmen. Im Namen Jesus Christus.